Dann trainiert Real Madrid auf einem Nebenplatz des Betzenbergstadions. Zunächst das gewohnte Bild, doch dann ordnet Trainer Boskov zur Überraschung und zum Missfallen der zahlreichen Zaungäste Schattenboxen an. Was vielleicht spaßig wirken sollte, könnte man im Nachhinein als gezieltes Training auslegen. Ich sage noch einmal, ich wollte nicht kritisieren, Schiedsrichter, aber ich kann sagen, mit meinen Ehrenworten, Kaiserslautern hatte ich viel bessere Schiedsrichter in Madrid als Real Madrid in Kaiserslautern. Das ist sicher. Erst dieses Vogelzeigen brachte dem Spanier die schon vorher verdiente rote Karte. Dabei fing es eigentlich recht gut an für Real. Nach einer Unaufmerksamkeit von Brehme hatte Pineda die Möglichkeit zur Führung. Das war nach 60 Sekunden. Anschließend dominierte der erste FCK eindeutig. Bongartz, Funkel, das 1:0 ein Geschenk des spanischen Torhüters Agustin. Die Junge hat gehabt ein großes Pech mit dem ersten Tor. Und das zweite Tor war seine Schuld. Und ich meine, am Ende des Spiels hat er gespielt gut. Aber erstes Tor, erster Tor für jeden jungen Spieler, jeder Keeper war eine negative Überraschung. Er könnte kontrollieren, war kein scharfer Schuss, war ein Schuss mit einer Fee. Aber trotzdem, er kann nichts verloren, dieses Mal zwischen Beine. Und war für uns eine kalte Dusche. Ein Auftakt nach Maß für die Pfälzer. Wolf. Brehme, an die Latte, Funkels zweiter Treffer. Schon nach 17 Minuten hatte Real seinen Vorsprung aus dem Hinspiel eingebüßt. Die ersten beiden Tore waren ja eine gelungene persönliche Rache, wenn man so will, von Friedhelm Funkel. Ja, der hat in Real ja das Spiel durch eine Verletzung verlassen müssen, aber es hat wahrscheinlich vielleicht lag darin, den jungen Hübner herauszunehmen, der gut gespielt hat in den letzten Spielen und dieses doch Schlitzohr Friedhelm Funkel dort hineinzusetzen, denn wenn es sehr eng wird im Strafraum, ist der Friedhelm am gefährlichsten. Und das hat er wahrscheinlich mit dem Geschenk des Torwarts, also mit seinem zweiten Tor, denn da muss man einfach stehen, bewiesen, dass es sich gelohnt hat, ihn ein bisschen zu schonen am Samstag in Leverkusen und heute zu bringen. Mich interessiert nicht der Name Real Madrid von vor Jahren, mich interessiert die jetzige Mannschaft. Und ich habe sie in allen drei Spielen gegen San Sebastian, gegen uns und heute nochmal gegen uns ähnlich spielen sehen, dass sie immer wieder nicht den normalen Weg des Zweikampfs gegangen sind, sondern einfach durch Faustspielen gewisse Dinge überbrücken. Und das war auch meine Sorge vor dem Spiel, dass wir mittreten würden, würde ich fast sagen, oder uns provozieren ließen. Aber wir haben kühl und sachlich weitergespielt und das war wahrscheinlich unser Vorteil. Gegen nur noch 9 Spanier schaffte Bongartz kurz nach dem Seitenwechsel das 3:0. Der schlachsige Mittelfeldspieler gestern in glänzender Spiellaune. Noch einmal dieses herrliche Solo, Krönung seiner glänzenden Vorstellung.
Weitere Torerfolge, jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Das 4:0 in der 56. Minute. Gaye, Eilenfeld, der Torschütze. Seine Formkurve zeigt seit Wochen nach oben. Und wie es im Fußball so läuft, der einen Mannschaft gelingt alles, der anderen rein gar nichts. Nach diesem Handspiel von Funkel scheitert Cortes an Ronny Hellström. Letzter Höhepunkt dieser Partie schließlich das 5:0 in der 74. Minute. Torschütze Rainer Gaye nach Vorarbeit von Hofedietz. Die höchste Niederlage in der 27-jährigen Europapokalgeschichte von Real Madrid. Die letzten Sekunden einer ungewöhnlichen Begegnung. Eine schwarze